Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und 4. Herzlich willkommen zu Let's Play Black Ops 2 nachkommentiert. So, also, wir haben sogar heute ein kleines Gameplay vorbereitet. Aber erstmal zu meinem Gast heute. Mein Gast heißt heute Killbock, hat als Tag B-O-W-W drin. Fand den Namen richtig lustig. Killbock. Auf den Namen muss man erstmal kommen. Und spielt hier mit der AN94, hat ein sehr gutes Gameplay erspielt, klar, lasst euch bitte wieder nicht am Anfang täuschen, am Anfang ist jeder schlecht. Also, ich muss euch erstmal etwas sagen, und zwar vielen herzlichen Dank für eure ganze Anteilnahme von dem Video, was ich gemacht habe, Kanal geschlossen, suche ein Standmikrofon. Ihr wisst ja, ich brauche ein neues Headset, dieses Headset rauscht, dieses Headset hat eine schlechte Audioqualität. Ach, ich kann dir tausende Sachen aufzählen, was bei diesem Headset einfach kacke ist. Du verstehst, was ich meine, also unter uns. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mir das Blue Yeti kaufe und möchte allen anderen danken, die mir noch andere Tipps gegeben haben. Aber ich denke einfach, das Blue Yeti ist die bessere Wahl dann für mich. Und das Blue Yeti wird in etwa 3 Wochen kommen. 3 Wochen, das sind 7, 14, 21 Tage ungefähr. Und es gab sogar einen YouTuber, der hat sogar ein eigenes Video gemacht, um mir weiterzuhelfen. Und der YouTuber, der heißt mal Bisa Fun Clan, Leute. Der Midnight Hunter, der mit der Pornobrille, genau. Und ich glaube, der schickt mir auch bald so sein Heli. Das sollte so heute ankommen, so. Aber ich habe jetzt zurzeit Urlaub und bin im zweiten Zockerzimmer. Und die Adresse, die ich ihm gegeben habe, war im ersten Zockerzimmer. Und da komme ich erst wieder nächsten Samstag hin. Das heißt, dieses Unboxing werde ich wahrscheinlich erst nächsten Samstag machen. Und ihr wisst ja, mein Handy ist auf den Boden gekracht. Auf den Boden gefallen. Nee, warte mal, das könnt ihr, glaube ich, noch gar nicht wissen. Auf jeden Fall, mein Handy ist auf den Boden gefallen. Ist jetzt kaputt. Und jetzt muss ich mal gucken, ob die Handyversicherung das zahlt, sonst gibt es keine Real-Life-Videos, Leute. Ohne Real-Life-Videos auch kein Unboxing. Logisch. Na, das kann ich ja schlecht hier in Black Ops 2 machen. Das geht ja schlecht. Dann, na, nein, 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 das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, ja, ja. Ja. So. Jetzt sind wir hier, Leute. Jetzt können wir auch nochmal über eine Person sprechen, die ich hier ansprechen will. Und zwar, er nennt mich Idol, er nennt mich Vorbild, was ich ganz ehrlich gesagt, ja, süß finde. Und zwar meine ich einen YouTuber, der mich fast jedes Video anschaut, kommentiert. Ich meine jetzt nicht die guten alten Leuten, die ich hier schon immer aufgesellt habe, sondern er ist jetzt inzwischen ein bisschen neuer. Und zwar heißt er auf YouTube der positive junge PS3. Ja, du kannst dich jetzt angesprochen fühlen. Also ich fühle mich ganz ehrlich geschmeichelt, wenn du da sagst, boah, du bist mein Idol und so. Aber ich bin nur ein Mensch aus Fleisch und Knochen. Und ja, das ist so. Aber egal, danke. So, gut. Also die AN94 scheint echt eine gute Waffe zu sein, wie wir hier gerade sehen. Hat jetzt die Drohne. Er hat die Drohne, Digga. Super. Mit der Drohne kannst du auf jeden Fall was reißen. Sehr schön. Oh ja, Entstellungsabschluss noch machen. Ja, ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, Leute. Ja, ja. Der in Spanien, dieses Zugunglück. Leute, mit 200 Kilometer pro Stunde durch eine Kurve fahren. Ist ja klar, dass dann dieser Zug umkippt, oder? Also, was da passiert ist, ist schon krass. Aber das wird in Deutschland, glaube ich, niemals passieren. Erstmal haben wir Magnettechnik. Und durch diese Magnettechnik, die wir in Deutschland haben, kann der Zug nicht schneller fahren als vorgegeben. Somit kann der auch nicht aus der Gleise fallen. Ah, hätten die Spanier mal ein bisschen besser aufpassen sollen. Siehst, Sicherheit ist das A und O, Leute. Da muss man auch mal investieren. So, oh ja, guckt euch das an, was der alles hat hier. Herrlich. Kriegt man doch voll den Orgasmus. Ja, ja. Aber ich freue mich natürlich jetzt ganz ehrlich gesagt auf Ghost. Ich hoffe, die Karten werden größer. Größere Karten, geilere Grafik, bessere Waffen. Und
mehr Leute, die im Multiplayer-Spiel sind und ich will endlich mal Fahrzeuge haben, die ich auch fahren kann. Ich will nicht warten, bis ich 5 oder 6 Kills habe und dann irgendwas fahre, sondern ich will mal einen Panzer fahren in Black Ops oder in Call of Duty oder mal ein U-Boot fahren. Keine Ahnung, sowas will ich spielen. Das will ich, das will die Gamer-Szene, Mann. So ein Klang aus Battlefield und Ding. Ja, sowas. Das wäre cool. So, Leute, gucken wir mal. Aha, das Gameplay ist ja fast zu Ende. Ich nehme nämlich mit 1080p auf. Da hätte ich mir ein anderes Gameplay aussuchen sollen. Es dauert ja sehr, sehr lange. Aber es ist ein 125:79. Und das Ding ist auf jeden Fall gewonnen. Und somit sage ich, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und wenn du auch in diesem Gameplay sein willst, wenn du auch jetzt hier, ja, in diesem Video bist sozusagen, also als Spieler, dann kannst du mich anschreiben an folgenden PlayStation 3 Gamer Tag. Da ist er. An den müsst ihr euch wenden und dann bekommt ihr die weiteren Informationen. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und vergesst nicht bitte zu schreiben, wie der Killbock hier gespielt hat. Also ich fand's ganz nice, muss ich sagen, mit der AN94. Hat paar Brüller rausgehauen, was zum Lachen dabei. Super, mach weiter so. Ciao.